Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal, Brian's Corner, mit einer weiteren Folge des Let's Plays zu Pokémon Leuchtende Perle auf der Switch. Wir befinden uns jetzt auf Route 215. Ich kann es auch noch mal ganz kurz hier einblenden. Wir befinden uns immer noch auf dem Weg nach Schleierde. Wie gesagt, ich kann es kurz noch mal einblenden. Wir befinden uns, wie vorhin auch schon gesagt, auf Route 215. Das heißt, wir müssen diese jetzt noch überqueren, bis wir dann eben dann auch hoffentlich irgendwann mal in Schleierde ankommen. Und würde sagen, verlieren wir natürlich auch jetzt keine Zeit. Ich höre auf zu labern. Und wir gehen sofort wieder rein hier in die ganze Thematik. Ja, und natürlich müssen wir bis dahin noch den ein oder anderen Kampf bestreiten. Ich bin Schatzsucher und heute ist meine Beute ein Sieg gegen dich. So, Kengo ist am Start. Hat auch sofort mal einen Bronze. So, da ist jetzt unser Luxtra jetzt eigentlich eher unpassend, ne? Ach. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Okay, die Unlichtattacke ist auf jeden Fall effektiv. Aber ist er nicht Bronze, Stahl und Psycho ist dann gegen Unlicht effektiv, richtig? Oh, ein Schilderus kommt als nächstes. Den hatten wir noch nicht gehabt bislang, ne? Wenn ich mich nicht täusche, ist das auch, glaube ich, eins der editionsspezifischen Pokémon, wenn ich mich nicht täusche. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Machen hier Blitzattacken Sinn? Ja. Sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall nicht uneffektiv. Können auch mal Biss anwenden. Schauen wir mal, ob das vielleicht irgendwie einen guten oder schlechten Effekt hat. Scheinbar ist es neutral. Daher alles gut. Ich kann nicht gewinnen. Du bist einfach eine Nummer zu groß. So, nehmen wir erstmal das Item hier mit. Wir haben den Äther einsammeln können. Und natürlich gehen wir auch nochmal hier rüber. Ah, okay. Will offensichtlich nicht kämpfen. Zwischendurch gehe ich auch mal langsamer oder lege eine Pause ein. Schließlich bin ich ja auch nur ein Mensch. Ja, das kann ich auch nur empfehlen. 24/7 nur zu laufen ist nicht so gut für den Körper. Gegenstoß eignet sich ideal, um Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Bitte nur im Pokémon-Kampf, nicht im wirklichen Leben. Sonst würde man sich ja laufend streiten und bekämpfen. Oh, wir hatten TM66. So. Setzt du diese Attacke ein, nachdem der Gegner zum Zug gekommen ist, verdoppelt sich ihre Stärke. Gut zu wissen. Werden wir bestimmt irgendwann mal uns auch genauer mit auseinandersetzen. Das ist die Frage. Er will doch bestimmt kämpfen, oder? Ja. Bewundere, wie sauber die Techniken meines Kampf-Pokémons sind. So, der Sönke. Glibunkel hat man auch noch nicht bislang gesehen. So, mal gucken. Haben wir ein Psycho-Pokémon. Also wir hätten auf jeden Fall Nebulak mit der Psycho-Attacke. Und Bronzel. Ich kann mal gucken, welches Level denn das Glibunkel ist. 25, ne? Wenn wir jetzt da mit unserem Bronzel mit Level 19 da antreten. Dann muss man machen. Weil meines Wissens nach ist ja dann eine Psycho-Attacke, die sollte ja effektiv sein gegen ein Kampf-Pokémon. Ah,
Ah, das hat schon mal keine Wirkung auf uns. Das ist sehr schön. So, jetzt wählen wir mal Konfusion ein. Oder aus. Ah, das ist schon mal sehr effektiv. Das ist schön. Eben auch effektiv. Vielleicht können wir jetzt auch den ganzen ein Ende setzen. Sehr schön. Ja, hat er doch gut funktioniert. Also, ich hatte ein bisschen meine Zweifel, weil das Glibunkel dann doch ein paar Level drunter ist. Aber hat es ja ganz gut dann noch hinbekommen. Seine Attacken abstumpfen lassen. Also wir hätten aber auch natürlich hier oben hergekommen. Wobei ich sehe gerade, da rechts ist ein Item scheinbar. Ne? Da gehen wir mal. Gehen wir mal dahin. Setzen den Zerschneiderer ein. Und dann müssen wir wahrscheinlich auch wohl hier als nächstes dann nochmal kämpfen. Ja. Du behauptest, ich wäre eingedöst? Das habe ich nur vorgetäuscht. Ja! So, was machen wir? Wir nehmen mal den Funkensprung zunächst. Uns leider Level 20 schon erreicht. Oh, Hypnose. Finde ich gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Könnte vielleicht noch später ja, von Vorteil sein, wenn wir vielleicht das ein oder andere Pokémon fangen wollen. Jetzt ist die Frage, was nehmen wir weg? Nehmen wir hier den Konfusstrahl. Komm, wir machen den mal weg. Doch, ich will den weghaben. Eins, zwei und schwupp. Sehr gut. So, Mascholo kommt als nächstes. Vielleicht wechseln wir jetzt nochmal auf Bronzel um. Das hat ja vorhin ganz gut funktioniert. So, Verteidigung sinkt. Sollte uns aber jetzt nicht beunruhigen. Aha, sehr gut. Das ist Mascholo nämlich auch noch verwirrt. Hat sich also jetzt selber getroffen. Ah, okay. Fehlt noch ein klein bisschen. Frage. Naja, komm, wir nehmen nochmal Konfusion. Na ja, gut. Mascholo regelt das schon von alleine. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ne? Aber ist das Mediti nicht auch Psycho? Ist das Kampfpsycho? Bin mir nicht mehr zu 100% sicher. Okay. Mach mal Gegenstoß. Na. Oh, jetzt sind wir noch paralysiert, okay. Ja, können auch nicht angreifen, sehr schön. Vielleicht können wir es mal einfach einschlafen. Ja, das ist, glaube ich, auch schon vorbei, ne? Ja, ja.
Nun gut. Dann. Wir nehmen den als nächstes. Georok ist eher unpraktisch, ne? Weil ich, wie gesagt, also das Medizin muss ja auf jeden Fall. Muss ja auch Kampf sein und wahrscheinlich auch noch Psycho, ne? Und eine Kampfattacke gegen unser Georok, das könnte auch gefährlich werden. Wir nehmen einfach mal das Panpyro. Die Kampfattacken sind zwar auch jetzt, sage ich mal, uneffektiv, aber nehmen wir auf jeden Fall mal eine Feuerattacke. Ja. Leidet jetzt auch noch Verbrennungen. So, wieder nochmal das Flammenrad aus und dann müssen wir es auch noch hoffentlich haben. Glücks. So, jetzt können wir natürlich auch das Item hier mitnehmen. Ah, wir haben jetzt die Fausttafel, okay. Auf der Rückseite der erhaltenen Tafel ist eine Inschrift eingraviert. In dieser Tafel steckt die Kraft besiegter Giganten. Du verstaust die Fausttafel in der Trainingstasche. So, okay. Jetzt hätten wir eigentlich ja darunter gekonnt. Aber wir gehen einfach nochmal hierher, um zu schauen. Ich kann auch einfach mal im hohen Gras nochmal laufen, ne? In der Hoffnung, dass sich vielleicht noch ein uns unbekanntes Pokémon sich darin versteckt. Irgendwie so ein Kleinstein oder sowas. Ah, okay, ein Ponyta. Haben wir aber auch schon gefangen, wenn ich mich nicht täusche. So, das Luxor möchte offensichtlich gestreichelt werden. Also ich müsste mal gleich versuchen, oder später versuchen, ob wir das Pokémon auch irgendwie freisetzen können, so wie das Panpyro in dem Fall. Dass wir mit dem Pokémon vielleicht irgendwie interagieren können. Weil scheinbar sehnt es sich wohl danach. Das will ich mal gerne wissen, kann man das denn... Ah, man kann es auch hier als Begleiter wählen. Sehr cool. So. Okay, Luxor versteckt sich aus lauter Scheu hinter dir. Was ist denn da los? Okay, wendet sich ab. Zeigt dir seine Stärke. Ja gut, das ist natürlich die Frage. Wir haben ja immer noch nicht den dritten Orden, ne? Und das Luxtra ist schon Level 30. Ist ja die Frage, ob wir irgendwas ihm auch geben können. Irgendwie hier so eine Beere oder sowas, die ihn vielleicht glücklich macht. Keine Ahnung. Das soll ja auf jeden Fall funktionieren. Können wir ihm dem einfach geben? Achso, er trägt die dann. Achso, der kann ja dann während des Kampfes ja dann auch dann wahrscheinlich zu sich nehmen, ne? So war das, ne? Okay. Das ist eigentlich ganz so schlecht, ne? Also ist ein Pokémon diese Beere stärkt, die ist seine Zutraulichkeit. Das wollen wir ja, ne? Also. Ja, wir wählen das mal aus. Los, habe zahm, aha. So, der Spezialangriffsbasiswert sinkt, aber gut. So, bist du denn jetzt wieder glücklich, oder? Okay, betrachtet uns seelenruhig. Aha, dreht sich lächelnd zu dir. Hat also doch ein bisschen was gebracht, offensichtlich. Mhm, Luxor freut sich so sehr, dass es ein Stück näher an dich heranrückt. Interessant. Ach, so einfach geht das offensichtlich. Nur eine Beere war notwendig. Damit Luxtra dann auch wieder glücklich ist. Und mehr wollen wir ja auch gar nicht, richtig? So, die Bären, die hier sind, nehmen wir natürlich auch noch mit. So, genau. Okay, jetzt gehen wir mal hier hoch. Hier ist nämlich noch ein Item. So, Megablock. Alles klar. Okay, jetzt müssen wir hier auch weiter. Okay, warum ist da oben nochmal... Achso. Eigentlich ist deswegen da oben bauen, damit wir nicht gegen ihn kämpfen müssen.
Jeder vergossene Tropfen Schweiß macht mich nur noch stärker. Will ich mal hoffen, dass du nicht viel geschwitzt hast, Kollege. So, wie Bunkel. Ist das unser Bonzel? Ja. Steht nicht zur Verfügung, leider. Naja. Nicht, dass wir uns jetzt irgendwie Sorgen machen müssen, dass wir den Kampf hier nicht gewinnen. So. Ja, es regnet ja auch natürlich, ne? Also es, ich weiß jetzt gar nicht, hat das auch nochmal einen positiven Aspekt für unsere Elektroattacken, die dann stärker sind? Kann das sein? Wir müssen auf jeden Fall darauf achten, weil Luxra hat jetzt Level 31 erreicht. Es könnte sein, dass es nicht mehr auf uns hört. Wir kämpfen mal weiter, mal gucken, was jetzt passiert. Weil wenn das Luxra nicht mehr auf uns hören sollte, dann hätten wir ein Problem. Okay. Noch tut es, was es soll. Oder zumindest das, was wir möchten. So, Mascholo kommt als nächstes. Wir kämpfen weiter. Ich würde es zwar nicht ganz wahrhaben, aber eine Niederlage ist eine Niederlage. Das ist ja das, was ich vorhin meinte, ne? Offensichtlich hast du nicht genug geschwitzt, mein Freund. Daher mach dich nochmal gerne ran an die ganze Nummer. Jetzt müssen wir mal gucken. So, hier unten ist noch ein Item. Das nehmen wir natürlich mal mit. Wir müssen aber zunächst erstmal den Baum hier zerschneiden. So, TM34 Schockwelle. Nehmen wir auch mit. So ist die Frage, gibt es hier oben irgendwas Interessantes? Ist scheinbar nur eine Wiese, ne? Ja, nochmal schauen, ob vielleicht hier irgendwas Neues uns begegnet. Ja. Erneut ein Ponita. Jetzt ein schillerndes, ne? Das wäre natürlich. Wäre natürlich allererste Sahne, aber. Bevor wir hier nicht das Spiel durchgespielt haben, kein Schillerpin und ähnliches besitzen, brauchen wir gar nicht irgendwie erst zu hoffen, ein shiny Pokémon hier zu entdecken. Ja, wenn ich richtig informiert bin, steht die Chance 1 zu 4096. Kann das sein? 1 zu 4096 ein schillerndes Pokémon zu begegnen. Das heißt, man müsste erstmal 4096 Pokémon wirklich hier antreffen. Da sagt die Wahrscheinlichkeit zumindest, dass man eigentlich eins treffen müsste. Kann auch sein, dass man vollkommen Pech hat und selbst bei 8000 Pokémon noch keine schillerndes dabei ist. Daher, naja. Laufen ist gut. Aber nicht übertreiben. Ja. Mach doch mal entspannt. Was ist denn hier los? Hyperheiler haben wir jetzt erstmalig. Okay. So, hier haben wir nochmal einen Doppelkampf. Ich kann auch gerade mal gucken. Haben wir nicht noch einen Beleber am Start, damit wir zumindest unser Bronzel auch wieder zurückholen können? Da ist doch einer. So, dann geben wir dem auch noch einen Trank. Direkt noch eins. Und da wir ja jetzt noch genug haben, geben wir Panpyro noch eins. Nebulok bekommt auch noch eins. Das kostet die Welt. So. Ich will zur Schleierde Arena, um die Arenaleiterin herauszufordern. Aber davor will ich nochmal kämpfen. Sag los, du willst das Gleiche. Ich kämpfe gegen jeden. Auf diese Weise werde ich besser.
Aha, schaut mal an. Jetzt stehen wir auch einem Vampiro gegenüber. Jetzt ist ja die Frage, was machen wir als erstes? Geben wir aus Panpyro drauf. Geben wir aus Panpyro drauf. Und dann können wir nämlich hier auf Charmian. Zack. Auf Wiedersehen. Auch noch ein Volltreffer. Schöne Sache. Gut, du musst natürlich dazu sagen, wir sind jetzt auch schon wieder 7, 8 Level drüber, ne? Also, das sollte man natürlich nie aus dem Auge verlieren. Oh, ein Kadabra. Hatten wir schon Kadabra? Wir hatten auf Abra auf jeden Fall. Das war. Oh, ein Garados. Sehr nice. Endlich. Ist auch noch mit einer meiner Favorites, ne? Also, wenn wir irgendwo mal einen Karpador oder einen Garados dann auch direkt finden können. Der sofort am Start, das kann ich euch aber sagen. So, dann wählen wir erstmal die Unlichtattacke auf Kadabra. Also die Frage, ob ich das wechsle, ne? Wir müssen Knospi mal reinholen. Wir holen das Knospi mal rein. Wird zumindest gegen das Garados dann erstmal nicht so schlecht dastehen. Alles mit dem Panpyro. So. Da brauchen wir uns noch keine Sorgen zu machen hier. Viel eher müssen das die anderen machen. So, ja. Hier müssten wir eigentlich auch halbwegs effektiv gegen sein, ne? So, hier nehmen wir noch den Absorber, der müsste auch gut sein. Tolle Wurst. Der muss ja gar nicht die Mühe machen, brauchen das Panpyro gegen Knospi zu tauschen. Nun gut, sei es drum. So, Nebulab möchte Bürde erlernen. Schauen wir uns nochmal eben an. Eine Attacke, bei der der Anwender das Ziel bedrängt. Hört sich doch erstmal gar nicht so schlecht an. Also den Fluch hatten wir schon mal zuletzt benutzt. Ne? Irgendwie weiß ich noch nicht so ganz, ob das jetzt so cool ist oder nicht. Also... Hypnose würde ich erstmal auch noch drin lassen. Wir machen mal Fluch weg. So. Sehr gut. Du hast meine Zuversicht erschüttert. Du hast gesiegt und ich habe verloren. Aber Erfahrung gewonnen haben wir beide. So kann man das natürlich auch sehen. Gar keine Frage. So. Sind wir denn jetzt hier in Schleierde angekommen? Das Gefühl, ich spreche den Namen komplett falsch aus, aber wie soll man es sonst sagen? Schleierde. Schleie, Schleie, die, Schlei, Schleeide. Keine Ahnung. Ich bleib bei Schleierde. So, wir quatschen den mal an. Ich wollte nach Elysis, aber einige Pokémon haben mir den Weg versperrt. Bestimmt ein schlafendes Relaxo oder sowas. Ja, da sind wir auch schon in Schleierde. Ah, okay. Da oben stehen schon zwei Mitglieder von Team Galactic. Gucken mal, ob wir hier irgendwie... Wir versuchen mal vorbeizugehen, aber ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht. Natürlich nicht. Hey, du! Ja, du!
Du befindest dich auf dem Gelände von Team Galactic. Das hier ist kein Spielplatz. Ah, okay. Das gleiche sagt er bestimmt dann nochmal, ne? Ja. Okay. Können wir wohl nicht durch? Noch nicht. Werden das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann ja später im Verlauf des Spiels dann noch. So, ich würde aber sagen, wir gehen jetzt erstmal zum Pokémon Center. Scheinbar auch nicht. Können wir hier durch? Ist auch alles ein bisschen hier so verwinkelt gebaut, aber... Ah, okay. Da ist Lucia. Majup, kämpfst du dich weiter durch die verschiedenen Pokémon-Arenen? Du bist echt von Mal zu Mal stärker. Oder kommt mir das nur so vor? Was ich hier mache? Oh, ich war einkaufen im Kaufhaus und... Ich meine, ich arbeite natürlich auch an meinem Pokédex, aber... Naja, man sieht sich später. Ja, es war mir wieder eine Freude, dich zu treffen, Lucia. Ach, das ist die Arena. Wieso komme ich denn drauf, dass es das Pokémon Center ist? Natürlich ist es die Arena, ich Vollidiot. Hm? Wir gehen erstmal zum Pokémon Center. Erstmal Pokémon heilen. Wo ist denn hier das Pokémon Center? Da ist es doch. Und als nächstes würde ich aber auch nochmal eben in dem Shop nachschauen. Irgendwann muss es doch mal Superbälle zu kaufen geben. Kann ich nicht anliegen, oder? So. Wir möchten gerne unsere Pokémon heilen. Und dann können wir uns auch mal überlegen, was wir mit dem Knospi machen. Aber es entwickelt sich auf jeden Fall nicht. Ich sage, wir brauchen sicherlich ein Item, um es weiterzuentwickeln. Aber das haben wir ja noch nicht. Ja, aber das werden wir mit Sicherheit noch rausfinden. So, jetzt gucken wir mal. Ich möchte gerne noch zu einem Shop. So, wo der sich jetzt befindet, ist natürlich jetzt erstmal auch wieder die Frage. Aha, was haben wir hier? Ist das irgendeine Forschungsstation oder was ist das? Da sind auf jeden Fall zwei Antennen. Könnte irgendwie sowas sein in der Richtung. So. Ja. Immer noch auf der Suche nach dem Shop. Was ist das denn hier? Modewelt Metronom. Ach ja. Kann man sich dann auch noch schick machen hier. So, da oben ist die Arena. Gibt's hier keinen Shop? Also. Da oben waren wir auch schon. So, da ist links ist die Arena. Scheinbar nicht. Ich habe keine Ahnung. Wo würde es denn hingehen, wenn wir zum Beispiel jetzt hier runter... Wir können ja eben noch mal einen Blick in die Karte werfen. Okay, Route 214 haben wir hier. Okay, dann kommt 213 noch. Okay. Hier ist Weideburg, alles klar. Naja. Wir müssen auf jeden Fall als nächstes die Arena-Leiterin von Schleierde besiegen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, da waren ganz viele in Karate-Kluft verkleidet, wird das wahrscheinlich wohl ein Arena-Leiter des Typen Kampf sein, nehme ich mal an. Und ja, da werden wir uns auch im nächsten Video dann mal anschauen, wie wir uns darauf vorbereiten, damit wir möglichst auch im ersten Versuch dann auch den nächsten Orden uns, ja, erkämpfen. Und deswegen, wir machen hier an dieser Stelle eine kleine Pause. Wenn euch das Ganze gefallen haben sollte, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einmal den Gefällt mir-Button drückt. Wenn ihr in Zukunft keine weiteren Videos hier verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal. Das war's, wie gesagt, soweit von mir erstmal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Habt noch eine gute Zeit, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.